Hallo Leute und willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Wir sind heute hier in Wien, wir sind hier im Schloss Schönbrunn und wir schauen uns mal an, was es in Wien alles so zu entdecken gibt. Um ins Schloss Wien zu kommen, benötigt man natürlich Eintrittskarten, deswegen bin ich hier auch gleich mal in der Warteschlange. Geht hier relativ zügig, wie ihr seht, und dann gab es auch schon die Karten. Danach ging es weiter zum Eingang, das sah dann hier so aus, da musste man einfach das Ticket reinschieben und dann konnte man da durchlaufen. Da war auch noch nichts los. Wir waren auf jeden Fall relativ früh, ich glaube so 9 Uhr, da ging das mit dem Anstehen noch. Innen drin durfte man leider nicht fotografieren und filmen. Ein paar Fotos habe ich natürlich gemacht, aber die blende ich hier jetzt mal lieber nicht ein. Wer weiß, sonst wird vielleicht das Video noch gesperrt, aber deswegen habt ihr hier ja ein paar Bilder von außen. Hier ist mal der Garten, der war echt schön angelegt. Auch sehr großzügig, muss ich sagen. Hier mal noch das Schloss. Und am Ende vom Garten war dann ein Hügel, wo man hochlaufen konnte und auf das Schloss runterschauen. Den Blick von dem Hügel seht ihr hier. Da wirkt das ganze Schloss dann schon etwas kleiner. Nach dem Schloss, als wir wieder raus wollten, war natürlich hier schon etwas mehr Schlange. Also die Schlange, die ihr hier draußen seht, ist die, wo ich innen so schnell durchgelaufen bin. Da hätte man jetzt bestimmt ewig warten müssen. Zum Glück waren wir relativ früh. Also wenn ihr das anschaut, merken, früh hingehen. So Leute, wir sind jetzt hier fertig mit dem Schloss. Hier im Hintergrund seht ihr es vielleicht noch. Also davor ist ja noch der Weihnachtsmarkt, da bin ich hier, den schauen wir uns jetzt gerade mal an. Das Schloss an sich war jetzt nicht so der Hammer, das sind viele alte Bilder und Räume, es ist eigentlich überall nur ein Tisch und ein Stuhl drin. Der Garten außen ist etwas schöner, ich schneide mal ein paar Szenen rein, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Also den kann ich echt nur empfehlen, der ist auch umsonst. Das Schloss haben wir jetzt ungefähr 30 Euro für zwei Personen bezahlt, ungefähr so 50 Minuten braucht man, bis man da durch ist. Da hat man immer so ein Ding am Ohr, wo man dann den Text zu jedem Raum hört, da erzählen sie die Geschichte ein bisschen. Ist jetzt nicht so spannend, wer Schloss Versailles kennt, kann sich das eigentlich sparen und lieber in den Garten gehen. Wir sind natürlich hier im Winter, das ist natürlich noch saukalt. Jetzt sind wir noch hier auf dem Weihnachtsmarkt, den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Den Weihnachtsmarkt laufen wir hier mal im Schnelldurchgang durch. Also das war so kreisförmig angeordnet, in der Mitte waren dann ein paar Essensboden. Ich habe ungefähr so 4-5 Minuten bin ich da mal rumgelaufen, ich habe das hier mal zusammengeschnitten, war glaube ich Zeitraffer mit dem Faktor 1000. Ihr seht hier schon, die verkaufen das übliche Geraffel, Christbaumkugeln, Holzschnitzereien und das ganze Zeug, was es bei uns auch gibt. Das war's jetzt dann hier auch schon vom Weihnachtsmarkt, hier vom Schloss Schönbrunn. Wir gehen jetzt einmal weiter, vielleicht gönne ich mir hier noch was. Und dann sehen wir uns in der nächsten Location. Natürlich habe ich mir auch noch was gegönnt. Man sieht hier schon die Brezen, die es hier gibt. Das sind so Blätterteigbrezen eingerollt und dann mit verschiedenen Sachen verziert. Da hinten war ganz normal Lauge, hier ist mit Schokolade und Apfel. So Leute, wir haben uns doch noch was gegönnt. Wir hatten ja schon mal so eine Breze auf dem anderen Weihnachtsmarkt. Jetzt gibt es hier noch so eine Blätterteigbreze mit weißer Schokolade und Apfelzimt. Ist gut, denke ich, werde ich auch mal ein Video machen. Es gibt natürlich dann hier noch jede Menge andere Weihnachtsmärkte. Da gibt es dann hier wieder so Gebäcksachen, Brezen, Riesenkrapfen und hier nochmal so eine Breze mit Nutella und Schokostreuseln. Das war eigentlich der erste Stand, den wir hier im Urlaub entdeckt haben. Da hinten waren noch Käsebrezen und da habe ich mir natürlich auch gleich eine gekauft. Wir fangen hier auch gleich mal an mit so einer Schokobreze. Wir sind hier noch am Weihnachtsmarkt, musste ich mir einfach mal gönnen. So eine Art süßer Teig, rumgerollt und Nutella reingerollt und dann glasiert mit Zucker und Streuseln, wie man sieht. Ist also nicht schlecht, kann ich jedem mal empfehlen. Natürlich gab es auf den Märkten auch immer was zum Trinken. Ich habe hier mal die Karte durchlaufen lassen, zum Beispiel hier Mozartpunsch oder Raschenpunsch. Das ganze Zeug, Apfelpunsch, Bier und alles, was es so gibt. Hier gibt es dann auch frische Chips. Das ist hier natürlich meine Tüte, die gerade aufgefüllt wird. Die haben so lecker ausgeschaut, die musste ich mir einfach mal gönnen. Ich probiere dann hier auch gleich mal ein paar. Also die waren echt super, die haben schön geknackt, waren kross. Die haben die da auch erst frisch geschnitten. Die lassen bei den Kartoffeln ja immer die Schale dran, wenn die frittieren. Kann ich nur empfehlen. Jetzt hier dann mal ein Blick über den Weihnachtsmarkt. Hier sind so mal die ganzen Verkaufsständchen, das ist so unterm Tag kaufen die Leute eher so ein Zeug und abends sind dann eigentlich die ganzen Glühweinstände gut besucht. Es gab hier wie gesagt immer diese Holzschnitzereien, es gab aber auch Honig, Marmeladen und Tees und Gewürze und da gab es eigentlich echt ziemlich viel. Die ganzen Märkte, die es gab, waren mal die Weihnachtsmärkte, aber nach Weihnachten benennen die das Ganze in Neujahrsmärkte um, einfach damit sie es noch etwas länger stehen lassen können und die Touristen noch etwas Geld ausgeben. Wenn man in Wien ist, gibt es natürlich auch ein paar Läden, die man besuchen muss, wie zum Beispiel hier das Café Sacher, wo es die berühmte Sachertorte gibt. Hier ist mal die Warteschlange, wir haben uns da hinten angestellt, wir waren ungefähr so eine halbe Stunde gestanden, bis wir dann endlich drin waren. So schaut es hier innen aus, mal ein kleiner Schwenk durch
das Café, sage ich mal. Also da gab es mehrere von diesen Räumen. Das war echt gut besucht und die hatten einen großen Durchsatz. Und dann gab es natürlich auch Sachertorte. So schaut sie aus. Schön fein geschnitten, also die Schokolade ist auch gut durchgeschnitten, nirgendwo angebrochen. War optisch schon ganz schön gemacht, sage ich mal. Natürlich hier noch eine heiße Schokolade dazu. Es gab auch immer ein Glas Wasser zu der Schokolade und zum Kaffee, wie das in einem guten Café so ist. Was man bei dem Preis aber eigentlich auch erwarten kann. Hier gönne ich mir dann auch gleich mal ein Stück. Also der Schokoladenguss, der war schön knackig, die Torte war auch echt schön luftig und man hat auch die Marmelade rausgeschmeckt. Sie war echt richtig gut. Die Schokolade war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Die Sahne war sogar frische Sahne, also keine von diesen Sprühsahnen, wie man sie in manchen Cafés immer bekommt. Die schlagen die hier wirklich selber auf. Hier mal noch eine Nahaufnahme, man sieht schön die Schicht Marmelade mittendrin und wie die Schokolade oben bricht. Noch etwas Sahne dazu und hier ist dann der Rest. Die Schokolade war auch schön glatt, also die war gut gemacht. Hat auch jeder gegessen, den wir hier beobachtet haben. Also ich glaube, jeder hat hier zumindest ein Stück Sachertorte gegessen und vielleicht noch was anderes. Hier ist dann nochmal die Schlange, wie wir wieder rausgegangen sind. Noch etwas länger. Also ich glaube, das ist normal. So Leute, wir sind jetzt hier wieder vom Figgelmüller, heißt es glaube ich. Genau, ja. Extra nochmal nachgeschaut. Und zwar, man sieht hier immer noch die ewig lange Schlange. Wir waren ja schon zu verschiedenen Uhrzeiten da. Ich habe auch schon mal reingeschaut. Ich habe schon Schnitzel gesehen. Die haben ganz gut ausgeschaut. Aber ich habe irgendwie gerade keine Lust, mich da jetzt über eine Stunde anzustellen und zu warten, dass ich da auch einen Schnitzel bekomme. Also wird vermutlich nichts mit dem Schnitzel hier in der Kneipe, muss ich mal sagen. Ich denke mal, ich schaue mal, dass ich noch eine andere auftreibe und dann schauen wir uns das da mal an. Hier nochmal ein Blick von außen. Also die Schlange war wirklich fast zu jeder Uhrzeit so lang. Wir waren früh um 11 Uhr da, wir waren um 3 Uhr da, wir waren abends da, war jedes Mal diese Schlange. Aber doch, dann endlich haben wir uns gedacht, gehen wir mal zur Hauptzeit, Punkt 12 Uhr waren wir da oder 5 nach 12. Und dann waren nur innen 3-4 Leute, wir mussten 5 Minuten warten und dann hatten wir auch schon einen Tisch. Also wer zum Figgelmüller will, geht mittags. Wir sind jetzt hier auch dann schon beim Figgelmüller drin. Ich bestelle mir jetzt dann hier mal ein schönes Schnitzel, was man hier so machen muss. Natürlich vom Kalb. Andere bestellen ja immer oft das Schweineschnitzel, haben glaube ich 80% der Leute gemacht, aber das Original Wiener Schnitzel ist ja das vom Kalb, deswegen werde ich mir das mal gönnen. Die Treppe muss dann der Kellner runterlaufen, um unser Essen zu bringen, also das war in so einem Kellerraum, die hatten ganz viele verschachtelte Räume in der Kneipe, war ganz schön gemacht. Nun ist auch schon das Essen da, hier mal Spinatknödel mit brauner Buttersoße und hier auch dann schon das Schnitzel. Wie gesagt, ich habe hier das Rinderschnitzel und Bratkartoffeln. Hat beides einen sehr guten Eindruck gemacht. Noch schnell etwas Zitronensaft drüber. Die haben wir hier, glaube ich, fast eine ganze Zitrone mit drauf. Und dann gibt es auch schon das erste Stück. Also es war wirklich schön weich, schön dünn geklopft. Die Panade hat nicht immer dran gehalten, wie man hier schon sieht. Das war manchmal ein bisschen ein Kampf, aber es hat gut geschmeckt. Ob es jetzt natürlich eine Stunde anstehen wert wäre, wenn man jetzt da nicht Glück hat und keine Schlange da ist, möchte ich mal nicht behaupten. Ich denke, die Kneipen nebendran können auch ein Wiener Schnitzel machen. Die Kartoffeln hier waren allerdings auch super. Hier noch das letzte Stück. Und dann hier mal der leere Teller, alles aufgegessen. Sowohl vom Schnitzel, als auch von den Kartoffeln und von den Spinatknödeln. Mal hier noch ein kleiner Blick in die Küche. Da stehen die Kellner rum, holen gerade das Essen und wieder zu. Die nächste Station war der Wiener Wald. Das war das nächste Restaurant, da waren wir hier am ersten Abend drin. Nachdem beim Figgelmüller ja so eine lange Schlange war und wir uns dachten, das wollen wir uns nicht antun. So schaut es hier mal innen aus, war auch ganz gut besucht. Als wir gegangen sind, waren dann alle Plätze voll und da gab es natürlich Händel. Und zwar ein original Wiener Backhändel, wie ihr sicher schon vermutet. Die haben ja da immer so eine Panade um das Huhn, sag ich mal. Das ist so eine Wiener Spezialität. Wir sind jetzt auch hier schon im Wiener Wald, wir haben gerade bestellt, das hat alles funktioniert. Ich esse das original Wiener Backhändel, zudem haben wir noch einen Kaiserschmarrn mitbestellt. Bin mal gespannt, wann das kommt. Von außen hat es einen ganz guten Eindruck gemacht, ich hoffe es schmeckt auch so. Jetzt heißt warten, bis das Essen kommt. Hier ist es dann auch schon da, so schaut das Backhändel aus, schaut echt richtig gut aus. War es natürlich am Ende dann auch. Hier dann noch der Kaiserschmarrn, der kam hier mit Pflaumenkompott. Ich habe den allerdings immer lieber gern mit Apfelmus, allerdings haben das die wenigsten Restaurants. Dann schneide ich das Ganze auch mal an. Ihr seht schon, die Panade hält hier wunderbar, das Fleisch schaut auch echt gut aus. Ich gönne mir dann auch gleich mal ein Stück und das Ganze schmeckt echt gut. Die Portion hat auch gereicht, wir haben fast alles aufgegessen, vom Huhn blieb noch ein kleines Schlachtfeld übrig, aber das ist bei Hühnern meistens so. So Leute, wir sind jetzt hier am Wiener Brader, das ist ja hier dieser Freizeitpark. Ich zeige euch gleich auch mal einen Umblick. Man sieht schon, hinter mir ist das Wiener Riesenrad hier, mit einer Riesenschlange drauf.
Also es ist in London ungefähr sowas wie das London Eye, gibt es halt hier den Wiener Prater-Riesenrad. Hier gibt es natürlich auch noch dann so einen kleinen Weihnachtsmarkt wieder hier mit Glühweinstand und Eierpunsch und dem ganzen Zeug. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel ist zwar nicht los, aber wir laufen mal durch. Der Wiener Prater war natürlich nicht so gut besucht. Wie gesagt, es war Winter, ungefähr so minus 5 Grad teilweise. Es war saukalt. Hier in der Mitte natürlich am Riesenrad sind ein paar Leute. Da waren auch ein paar Essensstände und so Glühweinstände. Hier sieht man schon einen. Da haben sich dann ein paar Leute angesammelt, aber der Rest war richtig leer. Hier war jemand mit der Videokamera, hat anscheinend irgendwas gefilmt. Und hier ist nochmal das Riesenrad. Das war übrigens mal das größte der Welt. Hier laufen wir mal nun durch den Wiener Prater. Eigentlich ein riesiges Volksfest, was immer da steht. Aber wie ihr hier seht, alles leer. Hier fährt dann mal ein Zug, hier mit zwei, drei Leuten drin. Ich denke, das ist hier ein Saisongeschäft. Hier sind die Buden alle zu. Von den zwei Türmen hat, glaube ich, auch nur einer funktioniert hier im Hintergrund. Hier hat sich einer von den Buden Pizza bestellt, wie es ausschaut. Und links und rechts sind wieder alle zu. Wundert mich, warum der überhaupt aufgemacht hat. Hier eine kleine Go-Kart-Bahn. Es gab aber auch noch Wildwasser, Achterbahnen und jede Menge sonstige Bahnen. Hier sieht man zum Beispiel mal die Achterbahnen. Es ist echt schön gemacht. Ich denke, im Sommer kann man hier richtig Spaß haben. Geisterhäuser gab es, so Labyrinthe und alles Mögliche. Hier sieht man mal so ein Riesenkettenkarussell, sag ich mal, was hier in Betrieb ist. Das fährt hier den Turm hoch und runter. So hoch ist der hier. So schaut es von unten aus. War aber auch nicht voll. Ich glaube, so ein Viertel war besetzt. Schauen wir uns mal noch ein paar Szenen aus der Stadt an. Das Video geht ja schon ziemlich lang, deswegen muss ich das jetzt kurz halten. Hier war mal eine riesen Mozartkugel. Da drin kann man dann Mozartkugeln kaufen, war eigentlich so ein Touristenladen. Hier war noch so eine kleine Konditorei, da konnte man überteuertes Gebäck und Torten kaufen. Dann gab es einen Neujahrslauf oder Silvesterlauf. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag das war. Auf jeden Fall sind ziemlich viele Menschen rumgelaufen. Und hier sieht man dann mal ein paar von den Häusern. Die Häuser in der Innenstadt schauen eigentlich alle so aus wie diese hier. Relativ alt und ganz schön gemacht. Hier noch ein kleiner Blick auf die Hofburg. Hier ist auch ein kleiner Weihnachtsmarkt. Da gab es die Nutella-Schokobreze von vorhin. Am Ende gab es noch Baumkuchen. Den wollte ich euch hier mal noch zeigen. Das ist hier so aufgerollter Teig im Ofen, der sich dreht. Hier sieht man auch, wie der aufgerollt wird. Das sind hier so Schlangen, die nach und nach immer draufgeschoben werden. Ich kenne das zwar, dass man den übergießt, aber so ist es auch nicht schlecht. Hier kommt auch mal gleich einer vom Stecken runter. Der dampft noch ziemlich. Das wurde dann in so einer Zimt-Zucker-Mandel-Nuss-Mischung gewälzt. Die hat sich dann an dem heißen Teig verklebt, beziehungsweise ist der kleben geblieben. Hier nochmal ein fertiger Spieß, wie er dann bald auf den Ofen kommt. Und hier ist dann auch schon unser Baumkuchen. Der dampft noch ziemlich stark. So Leute, das war's jetzt wieder hier aus unserer Wien-Tour. Wir sind hier nochmal im Weihnachtsmarkt, haben uns zum Abschluss nochmal einen leckeren Baumkuchen gegönnt. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist daheim zum Nachmachen natürlich immer etwas schwierig, aber wenn ihr mal irgendwo rankommt zum Kaufen, würde ich das auf jeden Fall machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe hier ein paar Sachen, ein Klassiker, wie zum Beispiel das Kaffee Sacher, den Figelmüller mit dem Schnitzel, was ja am Ende doch noch geklappt hat. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit den nächsten Videos. Zwei müssten noch kommen, und zwar der Naschmarkt und eine Roomtour im Hotel inklusive Frühstück. Hier könnt ihr natürlich jetzt noch zwei Videos anschauen und mich abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal.